Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Heute spiele ich mal den Trodon und zwar gemeinsam mit meinen beiden Mods Daniel und Jennix. Ich bin auch an der Blickzone. Oh ja, ich sehe dich, sehe dich. Oh, sehr schön. Ja, wie komme ich jetzt an die E dran? Teste mal, ob ich darf. Ne, der will mich fressen. Die wollen all ihr Food behalten für sich. Ja. Ich stelle mich jetzt in die Leiche. Meinst du, sie sehen mich dann? Oh, da kommt. Nein, ich wurde gegessen. Oh nein. Bleib versteckt, der war. Der guckt. Ich respawn mal. Oh Gott. Ich kann den ein bisschen ablenken, wenn du willst. Ja, bitte geh nicht drauf. Die haben den Kanu gefunden. Vielleicht holen die gleich die Organe daraus. Ja, aber dann fressen die den auch direkt. Ja, wahrscheinlich. Du musst auf jeden Fall so oft neu respawnen, Daniel, bis du wieder hier bist. Nee, ich bin schon wieder hier. Das passt. Boah, der ist richtig gierig auf alles. Mhm. Die sind so aggressiv, ne? Ja. Die gönnen gar nicht. Wie die hier alles hinlegen. Ich trau mich gerade auch nicht zu essen, weil dann hören die mich. Nee. Ich glaube, das bringt so nix. Ich glaube, ich muss hier gleich weg. Oh Gott, der schnappt hier auch einfach rein. Nicht, dass er mich random erwischt. Ich hau ab. Oh. Das war knapp. Ihr seid ja noch Scheiße. Hier. Scheiße. Ich bin jetzt in der Babyzone. Ja, wir sind in der Babyzone, genau. Ich auch. Schade. Oh, hier ist irgendein Babytier in der Nähe. Oh ja, lass uns das holen. Hier ist ein kleiner Kano in der Babyzone. Ja, let's go. Ich pounce ihn direkt. Irgendjemanden gesehen. Ich bin tot. Oh. Ja, das ist halt ein Hit, dann ist man hops. Es geht halt so schnell. Ja. Oh, ich bin auch tot. Ich bin überall hängen geblieben. Ach, so ein Mist, ey. Ich erwischte dich. Haben wir den getötet vorhin? Ich hab den vorhin ein bisschen gepounced, aber ich glaub nicht, dass er gestorben ist, weil ich kann das eigentlich nicht. Der wurde durch irgendwas abgesnackt. Also wenn ihr hier seid, könnt ihr kommen und dann können wir uns die Organe gönnen. Knabber den gerade auf. Da trinkt er gerade. Der ist halt so groß, ne? Ja. Nein, der ist runtergefallen. Wer ist runtergefallen? Der eine ist Sabotage. Oh nein. Der ist einfach ins Wasser geplumpst. Oh, ich auch. Nee, du kannst aber hier wieder hoch. Alles gut. Es geht. Oh. Ist das bei dir auch gerade so hochgeflogen? Hey, wer bist du denn? Das war einfach so ein Halloween-Erschreckungsmoment. Oh. Okay. Ach, das ist das S, oder was? Naja, wahrscheinlich. Ja, ich sehe die Leiche gar nicht. Oder das S ist gerade vergammelt. Ist ich kann irgendwas grabben. Ja, die ist irgendwie im Boden. Okay, wir essen einfach Asphalt. Das ist unsere neue Diät. Lecker. Noch ein Schreckenmoment. Ist jetzt bei mir rausgeflogen. Bei mir noch nicht. Wahrscheinlich gleich. Was ist das hier? Hier ist ein Baby-Teno. Hä? Ja, weg damit. Ich wurde von irgendwem gebissen. Ich hab dich gehittet, glaube ich. Ach, er ist schon tot. Oh, er ist tot. Super. Sorry, Jennix. Ah, alles gut. Eine frische Organe. Vorsicht, Raptor. Und wo? Andere Seite, nicht der Brückenseite. Zwei Raptoren. Ja, ich leg mich hier knapp unter die Brücke. Oh, alles klar.
Weil ich kann halt nicht fighten. Versteckt euch, rennt in die Wälder. Oder sollen wir fighten? Nee, ich hab auch keine Stamina. Ja, ich hab Fallschaden Wissen bekommen. Ich bleib an allen Bäumen hängen. Oh, die sind eben. Ihr fightet irgendwas? Ich glaube ein Baby-Stego gegen die. Okay, ich geh mal gucken. Oder irgendwas anderes. Wie sieht's bei dir aus, Daniel, mit Stamina? Kannst du noch fighten? Stamina ist voll, aber HP ist nicht voll. Oh, okay, du wirst gebissen. Ja, der ist komplett runtergesprungen. Ah, du hast Fallschaden bekommen, okay. Ja. Ja, die Raptoren stehen auf jeden Fall noch da. Wobei, wir sind eh One-Hit, ne? Eigentlich ist es egal, wie viel HP man hat. Ja. Ich sehe gar keinen mehr. Ne, die sind gerade über die Brücke gegangen. Naja, ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Was ist das hier? Die haben hier einen Pari getötet. Ach, das war es. Oh, die sind doch hier, noch die da. Sind hier, die sind hier. Ja, der eine hat mich gepounced. Ja, okay. Oh, der ist auch tot. Ah, ich werd auch gekillt. Sad. Oh, ich werd gejagt. Hilfe. Du musst es jetzt machen, Daniel. Ja, ich versuch's. Let's go. So ein bisschen aus wie Ark hier, finde ich. Ja, stimmt. Das ist richtig Ark-Feeling gerade. So gerade gespawnt und da kommt erstmal ein Raptor und zerfleischt ein. Oder genau wie Trodons. Ja, oder ja, noch schlimmer. Und das da drüben sieht so aus wie diese Carnivore Island. Was ist das hier? Ja, das links. Ja, da gegenüber. Ah, da hinten, ja. Oh, hier sind Schildkröten gespawnt. Oha, richtig viele. Ja. Hier ist Turtle Island. In der Diet, glaube ich. Oh. Okay, ich muss mal eben in die Settings. Ich hab Manual Alt Attack nicht an. Oh, hier ist ein Krebs. Er will ins Wasser. Nein, da war nicht. Das können wir nicht zulassen. Isst du den gerade? Mhm. Okay, ich esse ihn auch. Jetzt haben wir ihn umsonst getötet. Ja. Aber der fällt nix auf, oder? Das finde ich zu gut. Nee, ist keine Diät. Schade. Das gehört? Ist nicht eine Schildkröte vielleicht? Ja, kann sein. Doch, hier ist was. Hier ist was. Raptor, kleiner Raptor. Lass uns den killen. Pounce ihn. Bin zu kacke. Ja, der rennt doch weg. Pass auf deine Stamina auf, Janix. Hm. Den lassen wir nicht hinkommen, den holen wir uns. Oh, der ist schon vergiftet. Der sieht schon Nebel. Ja, ja, der. Das ist. Der ist halt schneller als wir, ne? Wir kriegen den. Ja, der hat unendlich Ausdauer und der läuft genau in die Richtung, wo wir nicht hinwollen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich glaube, wir sollten abbrechen, oder? Ich hätte den eh nicht mehr bekommen, ja. Der ist einfach schneller. Ja, schade. Oh, was Stego, was? Vor mir. Ein großer aber. Vielleicht, oder? Ja, hätte ein Baby dabei, mal gucken. Hier läuft der. Also gegen Großen brauchen wir halt nicht kämpfen, ne? Wir sind ja nicht mal ausgewachsen. Nee, das brauchen wir nicht versuchen. Oh, das ist ein Teno. Das ist eine komplette Herde. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Mit einem Baby. Bleib versteckt. Auf Tenos habe ich eigentlich keinen Bock, die sind zu schnell. Oh mein Gott. Da war das knapp. Ja. Ja, ja. Aber guck mal, da ist ein kleiner dabei. Ja, aber Tenos sind halt sehr schnell, ne? Und die können uns tot schnappen mit ihrem Biss. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Lieber irgendwas Langsameres nehmen. Mhm. Weil jetzt wieder zu sterben an so einem blöden Teno-Biss. Nee, nee, das lohnt sich nicht. Die Buddy-Campen das dann wahrscheinlich auch. Genau. Der Stego ist noch hier. Ich glaube, der hat uns gesehen. Wir müssen aufpassen. Der weiß, dass wir ihn verfolgen. Aber er denkt sich so, was machen die da? Geht weg. Ja, der kann sich halt jetzt nicht ausloggen oder so. Also er hat jetzt den Stress, dass er die ganze Zeit da sein muss. Ja, das stimmt.
Er sieht auf jeden Fall gestresst aus. Wir stalken den jetzt einfach, bis er aufgibt und sich ertränkt. Oh, unser Kollege geht rein. Ja. Da kannst du da nichts machen, ne? Soll er ihn snacken? Ist okay. Pass auf, Daniel. Ja. Der hat ihn fast in dich reingebracht. Ja, der ist durch mich durchgerannt. Der hat bei mir gebissen. Ja, Daniel ist fast gestorben. Durch den Mate. Ja, es war eine dumme Aktion, weil jetzt achtet der halt darauf. Jetzt wissen halt beide, dass wir da sind. Ja. Ach, Mann. Ja, wobei hat er nur einen gesehen. Also. Genau. Es kann halt sein, dass er nicht mit so viel rechnet. Oh, die fighten. Oh, das gewinnt aber der Zera, wenn der so faced hängt. Ja. Ja, er ist tot. Ja, okay, dann los. Er frisst. Oh mein Gott. Oh, Daniel. Alter. Macht richtig Terror mit den Calls. Oh Gott, ich bin auch daneben gejumpt. Oh nein! Okay, schön. Nein! So ein Mist, ey. Einmal ins Wasser gejumpt vorbei. Ich bin Albino geworden. Ja, ja. Aber der tut nichts. Ich glaube, ich habe eine Lunge dabei. Also. Oh mein Gott, hier sind so krasse Klippen. Ich slide einfach runter. Und praye. Also Daniel, wenn du Punkte auffüllen willst, das geht hier. Ich hab Beine gebrochen. Aber ich war ein bisschen zu gut, ja. Er hört nicht mal mehr meinen Call, weil ich so tot bin. Ich bin unter der Brücke jetzt gleich. Lass uns da unter der Brücke treffen. Ja, oh, da beim Sand. Ja, genau. Oh ja, ich seh dich. Oh, hier. Geil. Der Lebensretter. Oh, danke schön. Ihr seid die Besten. Wie süß der ist. Könnt ihr mich nochmal einladen? Danke. Ich werde eh als erst getötet, so wie ich leuchte. Guck mal den Vergleich, aber stell dich mal neben mich bitte. Das ist so krass, wie ich leuchte, ne? Oh, Junge, ey. Ja, mit Night Vision aus, das ist sogar noch krasser. Weil du hast so rote Augen. Die Augen leuchten richtig rot. Ja. Einfach das Albino-Schicksal. Oh, ich bin so unfassbar hell, ne? Es wird immer schlimmer am Tag. Das ist richtig Albino-Style. Er muss ans Strand lang. Du bist noch am besten getarnt wahrscheinlich. Du bist ins Schneebiom, aber das gibt's hier leider nicht. Stimmt, das wäre auch mal cool. Das ist nicht offen. Oh. Das könnte halt eine Falle sein. Ja, aber meinst du? Das ist schon ein bisschen weit weg, oder? Ja, egal, ich bin eh tot, wenn ich nicht fress. Ich esse mit dir. Och. Wenn wir sterben, dann gemeinsam. Ich meine Croc-Falle. Wo seid ihr? Ich versuch mal Organe rauszuholen. Oh. Ja. Einfach Albino mit blutverschmierten Kopf. Okay, das ist witzig. Okay, ich hole mir eine Perfect Diet. Ja, wenn du es kannst. Bekomme ich keine Diet. Ah, doch jetzt. Das hohe Gras ist gar nicht so von Vorteil, wenn man klein ist, ne? Man sieht halt echt wenig. Ja, vor allem du wirst halt easy gesehen. Also oh, das ist ein Albino-Teno, oder? Ja. Der kommt. Oh. Nee, der ist nicht komplett Albino. Der ist blau. Ja, der will natürlich mich jagen. Greifen wir den an? Ich bin halt so auffällig, geil, ne? Aus Fighten. Oh, da ist noch ein Tino. Ich bin so auffällig. Ah, scheiße. Oh, der will mich unbedingt. Auch verfolgt. Ich auch.
kann halt gar nicht abhängen, ey. Der ist halt auch schneller als ich. Komm her. Oh, Albino ist ja eine Katastrophe. Die sind halt auch Raptoren, ne? Oh mein Gott. Ich bin hängen geblieben. Boah, da sind ja so viele. Ey, Albino ist eine Vollkatastrophe. Ich kann die nicht abhängen im Grasen. Komm her. Der sieht auch nur dich irgendwie. Ich kann nicht flüchten. Ah. Mit meinem Skin, was ist das? Der Bipi kommt jetzt auch raus, Achtung. Ist ja der Übernachteil. Ja, wir können ihn vielleicht ablenken, aber der Chase. Ja, ich bin rübergeschwommen. Oh. Ja, sehr gut. Oh, das ist ja richtig mies. Scheiße. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Ja, ich auch nicht. Oh. Ich hab was gehört. Ich auch. Das ist ein kleiner. Das ist nicht Stego. Das ist in die Richtung, wo du hingehst, ungefähr. Ich glaube weiter rechts, oder? Ich check nur mal links. Ja. Das heißt, hier gibt es was, was wir töten. Da ist was, kleiner Teno, direkt vor mir. Direkt vor dir, okay. Ich schleiche mich dran, wenn der frisst. Ja. Jetzt. Das laggt extrem. Ich mache irgendwas. Ah, ich bin daneben gejumpt. Ich spring auch dran. Ich auch, ich hab mich erwischt. Bin weggejumpt. Ich glaub, die ganze Zeit. Ich glaube, die Bienen sind da. Was gemacht? Oh, hat er mich erschreckt. Oh, wer bist du denn? Oh, das ist der immer noch. Aua. Aua. Einer ist tot. Nee, doch nicht. Ich dachte. Sind das zwei? Ich weiß es nicht. Ich bin verletzt. Okay, dann halte ich erstmal zurück. Ja. Unser Gift wirkt halt schon, das ist das Schreien, wenn das Gift wirkt. Seht ihr den noch? Er achtet auf die Stamina. Hier ist einer bei mir, der läuft weg. Ich pounce den gerade. Oh, der ist tot, oder? Echt? Ich glaube, der liegt da. Nee, der sieht tot aus. Ja. Haben wir ihn gekillt? Ja. Oh, sehr gut. Ach, schön. Good job. Ich bin verletzt, mal wieder. Ja, ruh dich mal aus. Okay. Hier ist auch ein cooler Baumstamm zum Rübergehen, ne? Oh ja. Ist auch witzig. Ist schon schön gemacht. Hier ist eine Fußspur. Das sind Stege, oder? Von den Füßen? Hat irgendwas einen Sound gemacht? Ja, ich hab's auch gehört. Macht ruhig mal Nachtsicht an, dann sieht man besser. Ich hab die Fußspuren markiert, also vielleicht finden wir den. Ich hab irgendwas hier unten gehört. Hier ist der, ja, vor mir. Zwei Stück sind das. Ja, geht direkt drauf. Ja, ich hab ihn einmal gebissen. Ich hab den blauen angegriffen, nicht den gelben. Es sind wieder so zwei weiße. Ja, den mit blau habe ich einmal schon gejumpt. Jetzt sind wir One-Hit. Oh, wir sind beide dran, perfekt. Ja, ich denke schon, dass wir One-Hit sind. Weit gesprungen. Bisschen aufpassen wegen Stamina, ne? Boah, war das knapp. Ich bin fast tot. Ja, er ist down. Das ist sehr gut. Mhm. Der andere rennt, glaube ich, gerade. Jetzt ist ganz in der Nähe, glaube ich. Ja, der kämpft gegen irgendwas. Vielleicht können wir abstauben. Ja. Hier im Wald oder was? Scheinbar. Ja, direkt vor mir. Stego gegen Zera. Die Falten. Ja, lass uns mal kurz abwarten, ein bisschen. Ja, ja, die sind uns eh nicht. Klar. Also dich vielleicht, aber. Das ist ein 1v1, glaube ich. Ja, sieht so aus. Wir greifen gleich einfach den Gewinner an. Hm. Das ist still. Oh, der legt sich hin. Der legt sich hin, wir könnten. Ja, komm, sagen, alle ja, drei. Ne,
Das er ist down. Er ist tot. Oh ja. Oh, wir haben ihn abgestaubt. So dreckig. Sehr gut. Lass uns mal mit dem Stego dancen. Ja, lass uns mit dem dancen. Aber nicht, dass er uns noch killt, ne? Glaube ich nicht. Was ist der hin? Nix. Da liegt er. Wir haben den Job erledigt. Er soll sich ausruhen. Ist ein fairer Gewinner. Oh, es wird gerade morgens. Das ist ja perfekt für den Hafen. Ist so schön. Ich probiere jetzt, ob ich mich bedecken kann mit Schlamm. Ich würde sagen, go for it, oder? Ja, let's go. Ich werde so sterben. Ihr macht das, ich guck euch zu. Ich hab nicht getroffen. Ich hab einmal gehittet. Ja, auf der Schrägen ist auch schwer. Sobald die auf eine Schräge gehen, ist Pouncen echt kacke. Das ist noch ein anderer Stego, der liegt hier. Ist der kleiner? Der ist kleiner, oder? Ja, der ist kleiner. Ja. Den können wir fighten. Die beschützen auch irgendwie gar nicht, oder? Nein! Nein, du bist tot. Oh, Jannix, pass auf. Der Tenno kommt auch. Ja, ich werde gejagt. Oh, wir haben Daniel verloren. No. Ja, sehr. Sollen wir trotzdem weitermachen? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, okay. Ich habe ihn nochmal gepounced. Ja, sehr gut, noch weiter Pressure. Der liegt wieder, ne? Ja. Ich hab ihn gepounced. Ich hab ihn nochmal gehittet. Sehr gut. Er liegt aber immer noch. Der liegt noch? Hm. Nice, hast du nochmal vergiftet, oder? Ja. Geh ich auch nochmal, er legt sich gerade wieder hin. Ich hab ihn auch nochmal gehittet. Ich versuche mal von der anderen Seite zu kommen. Oh, ich habe ihn nicht gehittet, weil der Pachi direkt davor stand. Ich habe ihn nochmal gehittet. Oh, sehr gut. Das war richtig close. Sind da zwei Grüne, ich glaube, ne? Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall einen Grün getroffen. Der hat mich aber fast auch gehittet. Ich glaube, der liegt am Felsen und davor stehen die anderen alle. Soll ich trotzdem versuchen, so richtig dreist da reinzugehen? Mhm. Komm, let's go. Ne, der ist hier oben auf dem Felsen drauf. Zwischen den Felsen oben drin. Okay, das ist ein Problem. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr ran, Jannix. Hier vorne. Oh, ich bin tot. Ich bin genau ins Gesicht gesprungen. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal an Daniel und Jannix fürs Mitmachen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Und natürlich auch ein Abo. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.